bis dann seine Butze irgendwann mal bis wir uns daran erinnert hatten, dass uns Butze gesagt hat, dass man mit dem Porter-Spawner Spawner bewegen kann. Und wir waren da sowas von heiß drauf, weil wir einfach wie von damals unsere. Ich muss echt mal das was raus genau erkunden. Ja, was wollte ich jetzt gesagt haben? Dass man mit dem Porter-Spawner Spawner bewegen kann und wir wollten einfach von damals unsere ganz alte Bude erstmal nachbauen. Weil Crazy und ich, wir sind einfach solche Leute, wir bauen gerne unter der Erde. Weil Häuser bauen. Ich sag's mal so aus, wir können schon schön bauen, aber wir sind einfach zu faul. So, ich bin wieder da. Und ich war gerade so ein bisschen in Erinnerung. Weißt du noch damals hier die ganzen Fruchtbäume, die ich hier aufgestellt habe, damit wir nicht mal was anderes essen als die ganzen Beeren? Ja. Und was ist draus geworden? Die vergammeln hier auch rum. Da sind sogar Bäume noch nicht mehr gewachsen. Ich habe hier noch Papaya rumstehen und alles. Oder hier, Ja. Oliven. Das ist so genial. Oh, oder hier war auch damals noch das allererste Feld, wo ich die ganzen Crops hingesetzt hatte, um da ist was gewachsen ist, ich am überlegen mal, was da nur rauskommt, weil ich wusste nicht, dass das auch sowas wächst. Ich wusste nur, dass man einfach noch richtig machen kann, bis dann erstmal gedacht hatte, ach, das geht auch so, man muss dafür gar nicht die Crops machen. Ich weiß auch noch, wie ganz genau später dann Butzi hier vorbeikam, ach, ihr seid Unkraut am Züchten und ich nur, hä, wie? Das war auch genial. Oder hier drüben. Ja, das. Weißt du noch, dein Versuch hier eine Nenderman, eine Villager-Farm zu machen? Ja, kläglich gescheitert. Ja, aber ach, hier unsere allererste Mine. Ist unglaublich, wie ich damals hier noch runtergegangen bin und mich freudig gefarmt hatte und dann immer wieder überrascht habe, wie du hast schon wieder Dias. Ja, Und und dann ich. ihr waren. Und dann später einfach mal Kampf kam, Mensch gegen Miner und Miner gewonnen hatte, wo ich mich. Die fehlen Blöcke. Oh. Oder wo wir das erste Mal in den Nether gegangen sind, damals mit der ganzen Truppe. Tod, tot, tot, Ja. tot. Vor allem hatte ich dir erstmal erzählt, was da bei mir passiert ist. Das hat Nee. man bei mir erst in der Aufnahme gesehen. Ich bin in die komplett andere Richtung gegangen. Ihr seid nach rechts gegangen, ich bin nach links gegangen, weil ich euch gesucht hatte. Echt jetzt? Ja! Oh, Genial, hier. genial. Unser erster, wie heißt die Scheiße mal? Salination Plant, die wir hier um die Ecke noch aufgestellt hatten. Wo stand die nochmal vorerst? Stimmt, hier vorne bei den Feldern jetzt. Wo wir einfach nur so viel Wasser reingepumpt hatten und geguckt hatten, dass wir noch eine zweite bekommen. Ach du Scheiße, ey. Ey, wir haben schon so viel Scheiße hier auf dem Server erlebt. Boah, die Forestry Farm. Die habe ich noch damals mit Zigorin gebaut. Ich wusste zwar damals so ungefähr den Aufbau von der Forestry Farm, aber nicht genau, was man da. Wie die versorgt wird und alles. Ich wusste nur, dass sie hier so einen Block hat und dann rundherum gefarmt wird, dass dann hier irgendwo Setzlinge und so rauskommen. Ach ja. Ja, es waren schon Das waren schöne andere Zeiten, Zeiten. auf jeden Fall. Oder hier der kleine Zoo, den ich gebaut habe. Ist jetzt eigentlich irgendwo. Oh. Ne. Hier ist kein einziger Mob mehr. Echt jetzt? Nein, alles leer. Zuerst ist das Wizard-Skelett despawned und dann sind alle anderen Monster despawned. Ich schätze mal durch die ganzen Server-Quests und alles. Ach, aber es waren schöne Also, ich Zeiten. habe nichts geklaut, ne? Nee, nee, ist mir auch relativ egal in meiner Weile. Ich schwelge gerade einfach nur noch richtig in Erinnerung. Ich merk's. Aber es sind auch schöne Erinnerungen teilweise. Wo bleiben die Schrecklichen? Stimmt, die ganzen schrecklichen Erinnerungen. Wie wir uns damals immer gegenseitig auf die Fresse gehauen haben, bis wir erstmal Flimflim entdeckt haben.
Und wir dann einfach nur, bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Ne? Du meinst dieses Flimflam? Oh ja. Nein, ich höre dich nicht. Oh Mann. Vielleicht am Ende der Aufnahme. Schnell weg. Ach ja. Was war denn eigentlich euer Lieblingsmoment von dem ganzen RWT? Das würde mich mal interessieren. Christian? Hast du vielleicht nochmal... Ja. Halt die Klappe! Hast du vielleicht demnächst mal Zeit, nochmal all die Folgen durchzugehen und ein Best-of zu machen? Ich glaube, ich setze mich da echt mal ran. Weil ich, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung am Schwelgen. Echt? Ich dachte, du wärst bekifft. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber so. Ich glaube, die Zuschauer denken sich das auch so langsam, oder? Ja, das kann sein. Aber die wissen ja schon, dass ich einen an der Waffel habe. Oder mehrere. Ganz normal. So, jetzt haben wir hier 4 Deep Storage Units und wir haben jetzt auch so ein kleines Problem mit den Äpfeln. Minimal. Weißt du, was ich mal mache? Ich schreibe mal hier das Bevel ab. Bist du lebensmüde? Hinten dran liegen tausende mehr, ne? Ja, ich weiß. Ups. Minimal. Das war jetzt nicht so gerade die awesome Idee, das Target einfach mal durch. Ach ja. Das. Kannst du ja auch einmal alle Äpfel reintun. Selbst in 2 Stacks. So, da passen jetzt auch mal genug rein. Achso, wenn du so ein Barrel zerstörst, wird die circa 9/10 der Items vernichtet manchmal, ne? Oh. Naja, das. Deswegen haben wir auch so wenig Äpfel, ne? Ja, passiert. Auf jeden Fall. Das sind Stacks, die da drin sind. Nein, wir haben nur 1700 Stacks. Auf jeden Fall arbeitet jetzt endlich mal wieder die Forestry Farm. Aber nicht mehr so lange, ne? Wieso? Das Barrel fürs Holz ist bald voll. Moment. Export, Import, was? Moment. Erstmal sagen, dass Holz jetzt komplett hier reinkommt. Und Äpfel nach links. Ah, machen wir das schön hier lang. So. Gut. Na, Dominik ist wieder zu blöd, um durch den Teleporter zu latschen. Wir haben ja auch noch so viel Liquid XP drin. Ach, ich bin gerade echt so schön ein bisschen an Erinnerungen an mich verhängen. Ich kann es echt mal wieder. Nicht. Gut. Wollen wir dann langsam mal die Aufnahme beenden? Können wir.
Gut, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, Anmerkungen und Kritik, alles in die Kommentare. Ja. Anmerkungen und Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Bakerman vorbei oder beim Street Digger oder beim Trivolo. Und dann würde ich sagen. Beim inaktiven Trivolo. Naja, Vanille macht er momentan ja wieder. Ja, Vanille. Ja, aber okay, ich kann noch halt Trivolo so ein bisschen verstehen. Ich meine, guck mal, wie lange war er jetzt nicht mal beim Arbitierisch dabei? Ja, eigentlich gar nicht mehr. Ja, und ich weiß nicht, hat Trivolo ein paar Teleporter? Nee, den hat er abgebaut. Ja, dachte ich mir. Weil, schau dir mal die Ausrüstung die an, die der da hat. Der hat jetzt ja den Nation Plant gebaut und das war's. Der hat einen Big Reactor stehen. Also, ich irgendwas falsch, oder? Wieso? Oder warum will es nicht laufen? Ich hab keine Ahnung. Okay. Weißt du, wo glaube ich? Ich glaube wegen dem Storage-Bus. Ja, jetzt läuft sie der. Ah, jetzt läuft es. Jetzt sollten wir dem noch sagen, was er importieren soll. Wollte ich gerade schon sagen. Nevermind. Ja, jetzt läuft's. Ja. Und wir haben noch zwei Deep Storage Units über, also können wir vielleicht mal für Cobblestone machen. Ja. Ja. Gut, aber dann würde ich jetzt mal sagen, dann war's das für heute mit dieser Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn ich dir weiß, Let's Play Minecraft Technik SMP RBT Version 2 mit dabei. Was? Fängt's doch schon vorne an? Ja, wir sind in der Zeitschleife und so, muss verstehen. Alter, hab ich einen an der Waffe, ist das unnormal. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, bevor ich noch mehr Schwachsinn laber. Bis dahin, tschüss.